Hallo ihr Lieben, ja, am Donnerstag geht's los, ne? Die Copa Classics beginnen, aber ich muss euch ja überhaupt nicht erzählen, was da alles passiert. Das könnt ihr alles in Bad Aachen und natürlich auch online in Bad Aachen nachlesen. Und das besondere Highlight der Copa Classics ist natürlich immer der Picknick-Wettbewerb. Also, packt alles zusammen, was nicht nied- und nagelfest ist und kommt zu den klassischen Konzerten, bewaffnet mit Kerzenleuchtern, mit Gläsern, mit Tellern, mit Käse, mit Wein, mit allem, was dazugehört. Und es gibt immer einen tollen Preis zu gewinnen. Bad Aachen verlost super Sachen, nämlich, ach, was gibt's hier? Eine Ballonfahrt, Karten zum Nett Aachen Domspringen und super Tag in den Carolus-Thermen hier gleich nebenan. Also wer das nicht ist, dann weiß ich selber nicht. Mehr geht doch gar nicht. So, dann macht euch mal bereit. Und für die klassischen Konzerte gibt es natürlich auch Karten. Überlegt mal, was ihr so in den nächsten Tagen vorhabt und kommt in den Kurpark. Wir freuen uns auf euch. Ja, was euch erwartet, wenn ihr es nicht schon in Bad Aachen gelesen habt, dann verrate ich es euch nochmal. Jan Delay, Querbeat und natürlich Michael Patrick Kelly mit seinen Stargästen Ray Garvey und Ilse de Lange. Und natürlich unser wunderbares Sinfonieorchester mit Generalmusikdirektor Christopher Ward. Lasst euch das nicht entgehen. Und pst, es gibt noch wenige Restkarten. Natürlich auf kurparkclassics.de. Viel Spaß, wir sehen uns. Von der Firma Artec aus Aachen, bietet Plätze für knapp 1200 Leute und ja, ist für jeden was dabei. Hinten, ja, wollen wir nochmal rübergehen, das da ganz oben ist das, der Mischpultplatz für das Tonmischpult, der sogenannte Front of House. Und jetzt schwenken wir ein bisschen rüber auf die Bühne. So große Bühne hatten wir noch nie, die ist 30 Meter breit, 12 Meter hoch, ich glaube 16 Meter tief und kommt von einer Firma aus Süddeutschland. Wir sehen, das Licht wird gerade reingehangen, ne? Und dann kommt der Ton, die Boxen sieht man da vorne schon stehen, sodass auch jeder gut hören kann.